Wir grüßen euch hier und heute. Sind anwesend mit vielen und möchten eine Reise mit euch beginnen. Wir eröffnen in euch ein Bild der Weite des Universums, so stellt euch vor, ihr blickt in das Universum hinein, in all die Sternenbilder, in der Ferne ein heller Stern. So begebt euch mit eurem Sein in dieses Bild. Lasst erscheinen diesen Raum in euch selbst. Wir möchten mit euch eine Reise beginnen. Von Zeit zu Zeit dient es euch, euch mit eurem Geist in die Weiten zu begeben, denn schaut, die Materie ist die Begrenzung eures Seins. In dem Raum der Materie, in dem ihr euch befindet, seid ihr eng. Befindet ihr euch in engen Räumen, in Begrenzung? Visionen, Impulse, die ihr habt, diese umzusetzen, sind abhängig von der Zeit, der Dimension Zeit, die wirkt in dem Raum, in dem sich euer Körper befindet. Hier seid ihr mit eurem Bewusstsein, um zu wirken, das abgespaltene Bewusstsein wieder zu integrieren. Dies ist die Realität in dem Abtrennungsraum. Doch schaut, in der geistigen Welt, dort wo euer Geistwesen beheimatet ist, gibt es diese Begrenzung nicht. Dieser Raum der geistigen Welt ist nicht abhängig von der Zeit. Euer Geist ist frei. Visionen werden sofort kreiert. Ihr befindet euch mit eurem Geist sofort in einem anderen Raum. Ein Raum, der entsprungen ist aus eurem Energiesystem. So möchten wir heute mit euch diese Reise antreten, sodass ihr euch erinnern könnt an euren Zustand als Geistwesen. Hier wirkt ihr in der geistigen Welt, kreiert Räume. In dem Moment, in dem ihr den Fokus setzt. Hier seid ihr frei von dem Wirkungsfeld der Zeit. Euer Bewusstsein kann frei fließen, kann frei Ausdruck kreieren in dem Moment, wo ihr die Initialzündung setzt. So begebt euch innerlich mit uns in die Weiten des Universums. Lasst euch strömen in dieses Bild hinein. Dehnt euren Geist aus. Erlaubt euch, frei zu sein von der Dimension Zeit, von der Wirkung der Zeit. Reist innerlich.
mit eurem Bewusstsein. Fließt in die Weiten der Räume, strömt aus. Jeder für sich kann nun einen eigenen Raum kreieren, jetzt mit seinem eigenen Fokus, seiner Initialzündung. Einen Raum erscheinen lassen. Seid nicht verunsichert. Es darf vorerst eine Vorstellung sein. Ein Bild, das irgendwo aus eurem System herauskommt, sich manifestieren möchte. So kreiert dies in der Weite des Universums. Lasst strömen dieses Bild, lasst diesen Raum entstehen. Lasst diesen Raum größer werden, betretet ihn mit eurem Bewusstsein, befindet euch jetzt in diesem Raum, in eurer Vorstellung. Jetzt in der nächsten Sekunde kreiert einen neuen Raum. Stellt euch ein neues Bild vor. Kreiert einen neuen Raum mit neuen Erfahrungen. Neue Bilder, die in diesem Raum vorhanden sind. So traut euch. Kreiert, initiiert, lasst diesen neuen Raum entstehen. Jetzt im nächsten Moment erschafft einen neuen Raum, eine neue Erfahrung, kreiert ein neues Energiefeld. Begebt euch in diesen neuen Raum, schaut euch um, malt diesen Raum aus. Welche Erfahrungen befindet sich in diesem Raum? So gestaltet ihn mit eurem Bewusstsein, lasst ihn entstehen. Jetzt in diesem Moment. So schaut, Bewusstsein kreiert Ausdruck. Ihr seid Bewusstsein, ihr kreiert Ausdruck in jedem Moment. Im Raum der geistigen Welt geschieht das in jedem Moment, in jedem Jetzt, in jedem Punkt. Entstehen die Räume Raum in Raum. Im Abtrennungsraum der Materie, dort, wo Bewusstsein abgespalten wurde,
ist die Entstehung des Ausdrucks abhängig von der Zeit. In der Linie der Zeit kreiert sich der Ausdruck, materialisiert sich der Ausdruck. So seid ihr in der Illusion, dass das Leben Materie erschafft, in der Linie der Zeit, dass ihr selbst Nichtbewusstsein seid, die diesen Ausdruck kreieren. Seid euch jetzt in diesem Moment bewusst, ihr seid die Tore, ihr seid Bewusstsein, das Ausdruck erschafft. Die Zeit ist ein Faktor, der euren Ausdruck wie ein Gummiband in der Linie zieht. Dies ändert nichts an der Tatsache, dass ihr selbst das Bewusstsein seid, das Ausdruck erschafft. Wir möchten euch einladen, diese Übung öfters zu vollziehen. Reist in die geistige Welt. Erschafft Erfahrungen, erschafft Räume. Übt euch darin, Ausdruck zu kreieren im geistigen Raum. Denn dies schult die Wirklichkeit, dass ihr selbst Bewusstsein seid, das Ausdruck erschafft, im geistigen Raum sowie im materiellen Raum. Hier wirkt ihr. Hier seid ihr selbst König und Königin im eigenen System. Dieses Bewusstsein über euch selbst darf in euch selbst heranwachsen, zu eurer eigenen Wirklichkeit werden. So erwacht eure eigene Schöpferkraft in euch selbst. Schöpferkraft gekoppelt mit Hingabe an den eigenen Wesenskern, eröffnet euer Herztor für euer Geistwesen, sodass diese Energien vollkommen in den Raum der Abtrennung strömen kann. Dies ist Auferstehung. Hier werdet ihr zum Licht im materiellen Raum. Er schafft Materie im Sinne des Alleinsseins. Für einen Moment möchten wir mit euch in die Stille gehen, sodass sich unsere Worte in eurem System ausdehnen dürfen, strömen dürfen hin zu jeder einzelnen Zelle, diese Wirklichkeit in euch sinken darf, ihr diese aufnehmen dürft, um eure eigene Schöpferkraft in euch selbst, in den Tiefen, auf Zellebene, erwecken könnt, diese wahrnehmt in euch selbst.
Wir danken euch, dass ihr diesen Raum mit uns betreten habt, diese Reise mit uns begonnen habt, eingetaucht seid in diese Energien. Wir verneigen uns vor euch, segnen euren Weg, sind stets an eurer Seite. Amen.